Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen zu Beginn zwei Gründe für unseren Antrag vortragen. Und den ersten, den können Sie lesen auf der Seite des Wissenschaftsministeriums. Und die Aussage ist genau richtig. Die Gleichwertigkeit der Lehrämter ist durch die Einführung eines eigenständigen Grundschullehramtes und der Angleichung der Ausbildungszeiten gegeben. Das ist die formale Begründung. Und zweitens, neben der formalen Begründung, sind wir uns, glaube ich, einig, die Grundschullehrerinnen und Lehrer verdienen die Angleichung der Besoldung für ihre Arbeit. Dazu darf man klatschen, denn dieser Applaus gilt all denjenigen, die engagiert über die Jahre ihre Arbeit machen. Und ist das eine offizielle Zwischenfrage, Herr Witzel? Da will ich mal was zu sagen. Wenn Sie es geschafft haben, in absehbarer Zeit auch den Schuletat, unterstützen wir Ministerin Gebauer, auch um 4 Milliarden € aufzustocken, dann können wir wieder miteinander reden. So. Gerade, und ich will das betonen, das hat der Kollege Ott eben auch gesagt, wir reden heute über die Grundschullehrerin, aber natürlich müssen wir auch über die Sek-1-Lehrkräfte reden. Das ist wichtig und deswegen ist es gut, dass wir heute die eine Sache schon mal abstimmen und das andere in die Anhörung auch mitnehmen. Da bin ich dezidiert der Meinung, es geht nicht nur um die Neueinsteigerin jetzt in den Beruf. Wir brauchen einen Stufenplan über die Legislatur für alle Lehrkräfte in der Grundschule und auch für alle Sek-1-Lehrkräfte. Ministerpräsident Laschet hat in seiner Regierungserklärung zu Recht auf die Bedeutung der Grundschule hingewiesen. Und in einem ersten Schritt haben wir im letzten Haushalt auch die Besoldung der Schulleiterinnen und Schulleiter an Grundschulen und an Hauptschulen angehoben. Und selbstverständlich müssen jetzt die Konrektorinnen folgen. Das haben sie auch im letzten Jahr lautstark eingefordert. Und dazu finden wir einen einzigen dürren Satz im Koalitionsvertrag. Aber immerhin. Umso enttäuschter bin ich, Herr Laschet, dass im Nachtrag nichts davon zu sehen ist. Das wäre das richtige Signal gewesen, diesen nächsten Schritt konsequent zu gehen. Und ich hoffe, dass wir das im Zuge der Debatte dann auch nachbessern können. Ja, und ich bin ein wenig enttäuscht vom Koalitionsvertrag. Mit dem geschätzten Kollegen Kaiser habe ich gemeinsam auf manchem Wahlkampfpodium gesessen. Ich erinnere an den Termin ausdrücklich beim VBE. Hoch und heilig hatte er im Namen der CDU versprochen, die Aufwertung der Grundschulbesoldung kommt. Und im Koalitionsvertrag nichts, nada, niente. Und dabei brauchen wir die Aufwertung des Lehramts dringend. Es ist doch eine Utopie, wenn die geschätzte Kollegin Gebauer mehr Lehrkräfte an der Grundschule gewinnen soll und es ihnen so richtig schmackhaft machen kann. Nämlich damit, dass sie am Gymnasium ja mehr verdienen würden, aber jetzt ihre Leidenschaft für die Grundschule entdecken sollen und dabei mit dem Gehalt draufzahlen. Auch wenn wir mehr Studierende für die Grundschule gewinnen möchten, ist die Wertschätzung der Arbeit, die sich eben auch durch Besoldung ausdrückt, ein Moment in der Studienwahl. Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung auf Paul Miekert, Vater der Miekätzchen, verwiesen. So wurden die Hilfslehrerinnen genannt, die in Sonderkursen ausgebildet wurden, um in den 60er Jahren den Lehrermangel an nordrhein-westfälischen Volksschulen zu mildern. Die Maßnahme begründete sich ja auch durch die Kriegsbiografien und die darin begründeten mangelhaften Abschlüsse. Wir sollten gemeinsam aber auf die grundständige Lehrerausbildung setzen. Ja, es ist richtig, jetzt wohldosiert für den Seiteneinstieg zu werben, Stellen zu kapitalisieren, damit Schulen vor Ort engagierte Pädagoginnen aller Professionen gewinnen können oder auch schon mit Studierenden zusammenarbeiten, bis die Absolventinnenzahlen auf der Grundlage der Delle, die ja mit dem verlängerten Verbleib an den Hochschulen zu tun hat, dann wieder ausgebügelt wird und wir mehr Absolventinnen haben. Aber, Frau Gebauer, Sie wissen das, auch von den Diskussionen im Ausschuss, wir haben bewusst darauf verzichtet, nach den Miekätzchen Lörmännchen in die Schulen zu holen. Und ich hoffe doch auch nicht, dass wir jetzt mit einer Welle von, ich weiß gar nicht, wie nennt man das dann, Gebäuerchen oder Gebauerinnen dann da zu rechnen haben. Nein, wir brauchen Lehramtsausbildung grundständig. Und deswegen will ich darüber auch gar nicht weiter nachdenken. Die Grundschule braucht unterstützende Maßnahmen, aber wir wollen und haben keine sächsischen Verhältnisse. Dort gibt es regional bis zu 72% Seiteneinsteigerinnen.
die bleiben nicht alle im Beruf. Die gehen auch wieder raus, weil sie eben doch nicht geeignet sind. Und das wollen wir unseren Grundschulen auch nicht zumuten. Wenn wir zukünftig mehr Lehrer und Lehrerinnen für die Grundschule gewinnen wollen, dann brauchen wir die Aufwertung der Besoldung. Da sollten wir jetzt ein gemeinsames Signal setzen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Das ist das Signal, was auch die Grundschullehrkräfte nach all den Versprechungen, die auch der MP auf dem Bochumer Memorandum-Veranstaltung der GEW gemacht hat, dass die auch eingehalten werden. Dankeschön.